Willkommen zu Clothing Store bzw. Kleidungsladen Simulator. Achso, habe ich jetzt schon. Achso, ich muss den Tag beenden. Okay, cool. Fängt ja gut an. Ich habe nämlich gestern noch ein bisschen was vorbereitet, nachdem ich aufgehört habe. Und zwar habe ich jetzt auch für die Damen ein neues Design erstellt, ein extra Design, wo wir dann diesen Hoodie haben. Ich kann euch den auch einmal zeigen. Es gibt jetzt das T-Shirt für die Männer mit Modrashi drauf. Und dann gibt es The Future, also Zukunft, ja, wo wir diesen schönen Totenkopf hinten drauf haben. Von uns als sogar, das sieht aber ein bisschen komisch aus mit dem Totenkopf. Ich habe dann noch was anderes freigeschaltet gestern, was ich jetzt eigentlich alles abändern möchte. Und zwar würde ich jetzt ganz die ganzen Sachen auf diesen Ständer hier abändern, weil da passt ungefähr 20 Teile drauf. Das heißt, da könnte ich reichlich von bestellen. Die würde ich auch nochmal abändern. Da würde ich halt so einzelne kaufen, dass wir die wirklich ans Fenster stellen. Und das wäre jetzt so das Nächste, was wir jetzt in Angriff nehmen würden. Bevor ich jetzt was kaufe, ich möchte die alle upgraden, dass wir halt immer über diese Variation hier haben. Ja, das wird okay, das ist ein bisschen zu nah dran. Machen wir so rum. Das ist auch ein bisschen zu nah dran. So. Und den Laden hier zum Verkaufen würde ich, also die Kasse würde ich jetzt hier stehen lassen. Bisschen laut gerade auf den Ohren. Und ja, das ist jetzt das, was ich mir so gedacht habe. Ansonsten habe ich jetzt noch nicht viel vorbereitet. Das hatten wir ja noch aussortiert. Ich weiß nicht, ob ich das mit in der Folge drin hatte, bin ich mir jetzt nicht sicher. Achso, ich muss die Rechnung quasi bezahlen. Deswegen würde ich da jetzt gucken, wie viel ich davon brauche, weil die haben wir gestern nämlich noch freigeschaltet. Wo habe ich sie denn? Das müssten, glaube ich, die hier sein. 200 kostet einer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die bringen, aber bei den einen kriege ich jetzt 20 drauf. Bei denen. Deswegen würde ich die jetzt kaufen, nach und nach. Dass wir davon genug haben. So, die Dame einmal. Ja, das heißt, ich brauche die jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück. 14 Stück bräuchte ich insgesamt. Oh, hat die aber jemand reichlich gekauft hier. So, wenn ich jetzt immer zwei Stück mitkaufe, sollte das eigentlich gehen. Zumindest ist es aktuell. So, wie sieht's aus? Lager. Bestelle ich die schon mal. Würde ich die nämlich gleich nach und nach umbauen. Dass wir da genug von haben. Hier kann sein, dass das manchmal noch so ein bisschen buggt, ne? Dass das nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich habe jetzt noch keinen gesehen, der mit unserem T-Shirt rumläuft. Oder mit unseren Klamotten. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt machen. Das ist halt die Frage. Aber ich will die Schaufensterpuppen, würde ich eher ins Fenster stellen. Würde ich so sagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen effektiver. Ich brauche die Hemden für die Damen. Damen, 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 wo seid ihr da? So. Und dann habe ich eigentlich immer genug. Und bräuchte auch so schnell keinen Kassierer einstellen. Wobei das eigentlich auch kein Problem sein sollte, einen einzustellen. Weil wir verdienen mehr als genug Geld aktuell. Kann ich mich nämlich um den anderen Kram kümmern. Jetzt sind wir schon bei 2000, also es geht hier ratzfatz aktuell. So, dann brauche ich davon noch zwei. Die habe ich gestern nämlich auch geholt. 23, 15. Wo habe ich die Möbel? Also müsste ich eigentlich genug haben. So, noch 500. Das ganze Geld wieder weg. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, solange ich jetzt erstmal alleine bin, wenn das jetzt nicht da ist und ich das nicht schnell genug auffüllen kann, dann ist das halt Pech. Ja, dann haben wir halt Pech gehabt. Die Leute haben dann in dem Fall Pech gehabt. Ich kann es da nicht so schnell nicht ändern. So. Weil dann müssen sie halt warten. Kann ich dann nicht so schnell arbeiten. Muss mich ja nicht hier abhetzen. So. Hier gerade unsere Pullis sind auch bald weg. Spezielles Design. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist jetzt quasi unser eigenes Merch. Ne? Unsere eigene Sachen. Die Hose für die Männer ist nicht mehr da. Lass mich mal schauen. Die Hose für die Männer. Müsste die, glaube ich, sein, ne? So, zack, aufgefüllt. Sag ich ja, wenn das halt so ist, dann ist das halt Pech. Kann ich da nicht ändern.
Aber die Umkleide. Doch, es ist doch verfügbar. Es ist doch hier. Gut, verstehe ich jetzt nicht, warum die gute Dame meckert. Das ist ja da. Ja, und dann können wir nämlich gleich einmal mit dem Umbau beginnen. Den würde ich dann allerdings rausschneiden. Mir fällt gerade auf, ich müsste noch 1, 2, 3, 4 von den Platten bestellen. Möbel. Dass wir da auch die Sachen einmal dann in die Schaufenster stellen können. So, dann würde ich jetzt hier gleich einmal cutten. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt, oh, ich habe da noch ein paar Sachen draußen stehen. Gut, die kann ich eben einräumen, während ich jetzt hier gleich den Laden einmal aufmache. Ich habe jetzt einmal umgeräumt. Ich muss gleich jede Menge Sachen nachbestellen. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe jetzt ein wenig umgebaut auch. Ich habe das Ganze ein bisschen anders hingestellt, damit das jetzt hier nicht so sehr, obwohl das mit den Rücken könnten wir eventuell auch ein bisschen rüberstellen. Das bisschen weiter. Oder? Ich würde ganz gerne hier nachher von den Fenstern würde ich ganz gerne die Schaufensterpuppen reinpacken. Hier habe ich die kleine Kabine auch noch. Ich habe gerade Stück auf Schuhe. Umkleidekabinen auch noch mal ein bisschen umgestellt, damit das ein bisschen schöner aussieht. Damit wir das da so ein bisschen optisch gesehen ein bisschen anspruchsvoller haben. Und jetzt habe ich schon wieder eine Kleidung. Also man merkt, dass es noch relativ früh in der Early Access ist. Ne? Wir haben jetzt ein paar Bugs drin. Ich konnte gerade, bevor ich den Cut setze, konnte ich jetzt zum Beispiel nicht die Dame abkassieren, die da stand. Und die hat mir dann aus Frust die ganzen Klamotten dann hingeschmissen, weil ich den Tag dann beendet habe. Gut. Kann ich dann auch verstehen an der Stelle. Ne? Also wie gesagt, etwas umgebaut optisch. Ich würde ganz gerne die benutzen. Ist die Frage, ob das auch was bringt jetzt. Ne? Das ist das Nächste. Ich denke, die Schaufensterpuppen können wir, glaube ich, eher ins Schaufenster stellen. Ne? Ich bin jetzt nicht so jemand, der häufig Kleidung kaufen geht, weil ich bestelle mir die meistens und dann bin ich fertig damit. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber das geht eigentlich. Ne? Man könnte man so machen. Deswegen, ich habe das jetzt so ein bisschen hingestellt. Man kriegt sogar zwei Figuren drauf. Man könnte hier zum Beispiel der Dame mit der Jacke, könnte man auch so eine Jogginghose oder Legends, was das ist, geben. Ja, und das Hemd vielleicht damit kombinieren oder so. Der Laden ist mir zu voll. Oh. Da bist du einmal unterwegs und achtest nicht drauf, damit kann die Leute, dass der Laden zu voll ist. Ja, wir brauchen unbedingt einen Kassierer noch. Das habe ich ja gesagt. Das ist ja, glaube ich, erst mit Stufe 15. Bekommen wir den? Ja, also in zwei Level, den würde ich ganz gerne holen. Den Auffüller würde mich auch interessieren. Deswegen da würde ich dann auch mal gucken. So, wir müssen auf jeden Fall. Achso, ich muss Sachen kaufen. So, lass mich einmal die Sachen einmal auffüllen. Davon habe ich jetzt noch. So, es geht natürlich gleich noch ein bisschen Geld rein. Also ich kaufe jetzt nicht alles auf einmal, ne? Also so ist es jetzt nicht. So, Eigenmarken. Ach genau, Eigenmarken. Die für die Damen, das habe ich übrigens auch noch gemacht. Da könnte ich jeweils nochmal einen nehmen, dass wir jetzt nicht hier doppelt bestellen. So, kaufen. Wir haben nicht genug Geld. Warum nicht? Was kostet das? 1466. Haben wir gleich. So, muss mal gucken, was wurde bestellt. Was kriegen wir jetzt als nächstes an Marken frei? Erst mit 14. Kriegen wir Stiefel, Turnschuhe, Stiefel und Turnschuhe. Okay. Da müsste ich dann mal gucken, was ich dann brauche, um die Schuhe hinzupacken.
was mich jetzt aber interessiert, wie ist das mit dem Laden-Shop-Bereich? Okay, nächster Bereich. Ich kann gleich schon wieder umbauen. Jetzt kann ich gleich schon wieder umbauen. Toll. Wieder mal ein paar Umkleidekabinen eigentlich. Obwohl, Umkleidekabinen sollten eigentlich reichen erstmal. Würde ich die nämlich auch da hinstellen. Ich sehe gerade, dass für die Damen ist leer. Ja. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich muss nämlich gerade hier Kasten noch machen. Also mit Level 15 bekommen wir den Typen erst. Jetzt weiß ich nicht, welches das ist. Dass er die Kasse macht, damit ich hier den Aufräumer erstmal machen kann. Das habe ich natürlich nicht da an, was leer ist. Gut, da habe ich jetzt Pech gehabt. Tut mir auch sehr leid für die Kunden. Kann ich jetzt nicht ändern in dem Fall. So, warte mal, Stufe 14. Wir bekommen doch jetzt... Ah, wir bekommen die Ah, ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. Wird sich aber gleich ändern, denke ich. So, der Rock. Da bin sofort für sie da. Uno Momento. Ich muss immer im Tier die Sachen wegpacken. Schangadön und bis zum nächsten Mal. So. Mal im Tier die Sachen direkt auffüllen, damit ich das nicht direkt aus dem Lager nehmen brauche. Dann ist das nämlich direkt im Laden drin. Habe ich hier irgendwas drinne? Armhose. Auch fast leer. Also sie kaufen schon ordentlich, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, da ist wieder ein Bug. Das ist wieder buggy. So, Damen. Bock da. Männerhemd. Also ich denke mal einen Tag wahrscheinlich noch. Dann dürften wir das haben. Sollte das soweit fertig sein. So. Weil was jetzt leer ist, ist jetzt leer. Kann ich jetzt nicht ändern. Ne? Das ist jetzt natürlich dann sehr bescheiden in dem Fall. Was habe ich denn überhaupt hier noch? Deswegen sage ich, es wäre nicht schlecht, wenn wir hier so einen Auffüller hätten. Der uns da auf jeden Fall mithilft. So, das heißt, wir haben jetzt noch den Rock von dem Kleid. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Was noch so fehlt, ist so eine Art Tablet, damit ich das direkt drüber gucken kann. So, wenn ich jetzt hier sage, ne, genehmigen, ja, ich möchte das aber bestellen hier drüber. So, niedrigste zuerst. So, wenn ich jetzt den hier habe, möchte ich den hier bestellen. Dass ich hier so einen Bestellbutton habe. So, Markenunterwäsche, Hut. Wir machen alle. Ich möchte das eigentlich sortieren. 24, 23, 21, 13. Beteuer sich jetzt schon. Das reicht. Mehr bestelle ich jetzt erstmal nicht. So, die Männersachen, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass das halt direkt markiert wird. Also, ne, dass du direkt siehst, wo ist das eigentlich. Aber für die Herren, ne? Siehst du wieder nichts auf Lager hier. So, ich will aber gleich dann eben den Laden aufmachen. Vielleicht sollte ich den einfach ins Lager packen. Weil dann kann ich direkt gucken, was mir fehlt. Und dann kann ich auch dementsprechend bestellen. Das wäre, glaube ich, keine verkehrte Idee. So, machen wir das so rum. Kann ich die Kasse nämlich hier ein wenig hier rüberstellen. So. Und da noch eine zweite Kasse hinstellen. Weil wir müssen gleich erstmal das nächste kaufen für die Klamotten. So, leuchtest du irgendwie grün? Nein, natürlich nicht. Das sind übrigens die Spiegel, mit denen ich immer noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Achso, Runde. Also eigentlich Stufe 15 erreichen, dass wir hier einen einstellen können. Und den Boden möchte ich ganz gerne auch noch ändern und die Wand auch noch mit der Zeit. Den stelle ich mal ein bisschen weiter hier rüber, damit das ein bisschen schöner aussieht.
Bei der Kasse will ich nämlich direkt daneben stellen. Und die mit dem Unicorn wieder. Das Ding ist cool. Aber ich glaube, so läuft keiner rum.